Die Bahn ist teuer, oft unzuverlässig, das stimmt. Hat die FDP da Lösungen? Ja, die Bahn ist total wichtig, um mehr Menschen, mehr Güter zu transportieren, gerade vor dem Hintergrund der Klimaziele. Und deswegen müssen wir zum einen in die Infrastruktur investieren. Das ist Aufgabe des Staates. Gerade bei der Digitalisierung der Schiene müssen wir sehr viel schneller werden. Da ist wirklich sehr viel zu tun. Aber wir müssen auch Netz und Betrieb voneinander trennen, damit wir mehr Wettbewerb auf der Schiene haben. Dadurch ein besseres Angebot, günstigere Preise. Wir wollen einen attraktiven Wettbewerb auf der Schiene haben, gute Preise, gutes Angebot, damit mehr Menschen sich für die Bahn entscheiden.